Hey ho, Freunde! Bevor wir heute loslegen, Yogi, ich bin solidarisch und kratz mich jetzt erstmal ordentlich am Sack. Wartet mal. So. Schnüffeln tue ich jetzt nicht, aber Yogi, bist ein cooler Typ, egal wie oft du dich am Sack oder am Arsch kratzt, das ist völlig okay. Willkommen, Freunde. Alchemy Mysteries. Prague Legends ist das Thema. Entschuldigt, wenn ich das wie immer nicht ganz so ernst nehme, aber das wird ein Wimmelspiel, ihr habt es euch ja schon denken können. Und nach meiner Anmoderation, es ist während der Welt, nein, es ist nicht Welt, es ist Europameisterschaft 2016, nehme ich das hier auf. Also für die Leute, die das hier in 35 Jahren gucken, Europameisterschaft 2016, ne? Und wir spielen jetzt Alchemy Mysteries Prague Legends. Wähle bitte den Schwierigkeitsstufe aus. Wir nehmen... Weniger Objekte in Wimmelbild, Anleitung, schneller überspringen, keine Anleitung, langsamer ladende Überspringen-Taste. Ja klar, wir sind noch ein Wimmelbild-Profi. Ach du liebe Scheiße. Wer bist du? Du bist wunderschön. Du bist auch wunderschön. Alchemy Mysteries, Prague Legends. Finally, I've made it here. It's so strange to be in Prague. I've spent my entire life in an orphanage, and my past is a mystery that I haven't solved. Maybe this trip will help me find out something about my relatives, or even find somebody. Who is this strange relative who left an inheritance to me? Wir dürfen ein Vergangenheitsgeheimnis aufdecken. Geht denn hier, ist das normal, dass das nur in so einem Kistchen angezeigt wird? Aber ich habe Vollbild, das ist alles gut. Musik machen wir noch ein bisschen leiser, ist immer okay. Profimodus haben wir, weiches Drehen ist auch okay. So, kann ich denn hier überhaupt irgendwie drehen? Ah, hier kann ich klicken. Ich kann bestimmt Suchobjekte finden. Wir gehen mal da rein. Hello, oh. I'm Eva. I've come a long way regarding this inheritance. Mr. Schwartz... Schwarzenberg. Hi, Eva. I'm Anna, Mr. Schwarzenberg's assistant. Glad to meet you. To be perfectly honest, I'll have to discuss all of this with you later. For now, please, make yourself at home. Your baggage is upstairs. To tell you the truth, I'm not so interested in the inheritance. I was just hoping to find something out about my birth. I guess Mr. Schwarzenberg was a distant relative? Eva, why don't you get a little rest? I really must leave for a short while. Don't worry, I'll answer all of your questions when I return. Du bist komisch. How can I rest now? I've been waiting my entire life to learn something about my family. Maybe some important documents are here in the house that will help me learn something about my relatives. Ja, das wäre bestimmt sehr schön. Also, wir müssen etwas über unsere Vergangenheit herausfinden. Wir sind in Prag, wir haben ein Erbe angetreten und finden so etwas über unsere Vergangenheit heraus. Das ist so spannend. Das Spiel ist von den gleichen Machern, die auch, diesem Nachttisch fehlt ein Verzierungselement, die auch Frankenstein, das Wimmelbildspiel, gemacht haben. Das wir vor kurzem auch gespielt haben. Ein Puzzleteil. Dieses Puzzleteil könnte noch nützlich sein. Huch, entschuldigt, ich war gerade etwas überwältigt von der Vielzahl an Lokationen, die wir hier besuchen können werden. Was ich sehr schön finde. Eine Haarklammer, noch benötigt eins. Okay, ich liebe ja Wimmelbildspiele, das wisst ihr ja ganz sicher. So, und wir sind auf jeden Fall im Haus der Schwarzeneggers und gehören zur Familie Schwarzenegger. Wie komme ich denn hier... So komme ich hier. Und wir müssen herausfinden, wer unser Verwandter ist, der uns dieses Ganze hier hinterlassen hat. Dies alles. Mein alter Koffer ist zu groß. Eines Tages werde ich mir einen besorgen, der etwas komfortabler ist. Okay, die Wandvertäfelung können wir nicht. Wo können wir denn überhaupt? Da könnten wir.
Habe ich? Ich habe doch die Schublade schon aufgemacht, oder? Ja. Natürlich habe ich das. Gut. Ein Puzzleteil zurück. Schade, dass ich nicht über den Screen wechsle hier. Wisst ihr, was ich meine? Ich komme mir manchmal vor wie Piet Glocke, wenn ich solche Spiele spiele. Ah, schaut mal, wenn ich navigieren drücke, kann ich mich im Kreise drehen. Das ist ja ein herzallerliebstes Alchemiebuch benötigt. Ein herzallerliebstes Feature. Diese zwei Koffer gehörten wohl dem vorigen Besitzer des Zimmers. Wir können ihn öffnen. Ich sollte die Kombination herausfinden. Sie ist... Natürlich. Es ist klar wie... Es ist falsch. Wir müssen die Kombination herausfinden. Mal gucken, wie die Rätsel in diesem Spiel so drauf sind. Das ist ein sehr schönes Mädchen. Kann ich das Ding irgendwie drehen? Ich... Nö, hier habe ich nichts zu machen. Ich hätte es bestimmt irgendwie gedreht haben sein können. Ach, guckt mal, ich muss da gar nicht draufklicken. Ich kann... Das war eindeutig ein Geist. Ein Drachenbild. 358. Der Kleiderschrank ist verschlossen. Ob Anna den Schlüssel dazu hat, oder sollte ich hier im Raum danach suchen? Ich vermute, dass wir hier im Raum danach suchen müssen, oder wir benutzen die. Ich kann gar keine Inventargegenstände benutzen. Doch, die kann ich benutzen, die anderen nicht. Okay. Das war eindeutig ein Geist und auch ein Jumpscare. Wir haben hier in unserem Tagebuch, tragen wir wahrscheinlich ein, der Geist hinterließ mir ein Stück Papier mit einem Drachen drauf. Vielleicht enthält es ja eine wichtige Information, was das wohl sein könnte, 358. Wir gehen dann erst nochmal zu diesem Koffer zurück, 358. Der Hund hat gerade geniest oder so und ich habe mich mächtig erschrocken. Boah, das war fantastisch. Eine Skeletthand hat dieses Dingens. Scheibenfragment. Warum ist der Hund so nass? Es regnete draußen und der Hund war draußen. Und jetzt ist alles nass. Und hier drin ist ein Geist und das ist gruselig. Wir öffnen das Schmuckkästchen nicht. Was soll das? Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten. Das geht mir nicht aus dem Sinn. Mit diesem Staubwedel kann ich Staub und Spinnenweben wedeln. Okay. Den Schrank kriegen wir nicht auf. Wir öffnen mal. Die Tür klemmt anscheinend. Ich habe im Fernsehen mal gesehen, wie jemand die Tür mit einer Haarklammer öffnete. Ist ja natürlich klar, dass wir... Ach du liebe Scheiße, habt ihr das gesehen? Das war Spooky Mulder. Es ist alles sehr spooky. Ich komme tatsächlich nur über die Zurücktaste zurück. Das ist ein bisschen schade. So, der Koffer ist offen. Da ist doch noch eine Bürste. Ich möchte gerne die Bürste haben. Das Bild hier. Was hat es mit den drei... Komm her. Ich habe sie mal ein bisschen abgefeudelt. Da war bestimmt schon lange niemand mehr drüber. Mit diesem Seil könnte man wohl die Vorhänge zuziehen. Ja, dann mach das doch. Warum machst du das denn nicht? Möchtest du etwa die Vorhänge nicht zuziehen? Was müssen wir denn jetzt hier... Inventar, Aufgabe. Ach so, da kann ich bestimmt entweder aufgeben oder nachgucken, was meine Aufgabe ist. So. Seht ihr irgendwo einen Hinweis, wie ich das stellen muss, damit es aufgeht? Vielleicht hat es etwas mit einer Uhrzeit zu tun. Stunden, Minuten, ihr wisst schon, der ganze Krempel. Vielleicht einmal drüber freudeln. Nee. Hier geht auch nichts auf. Also ihr seht, ich komme nicht ganz so leicht voran wie in den bisherigen Spielen. Der Geist hat sich wohl hinter der Holzverkleidung versteckt. Wenn ich die Verkleidung entfernen möchte, um zu sehen, was dahinter befindet, brauche ich einen dünnen, scharfen Gegenstand. Der ist kein dünner, scharfer Gegenstand. Aber es leuchtet rot. Die Holzvertäfelung geht also auch ab.
Ich brauche eine zweite Haarklammer. Ich kann mich hier nur im Kreise drehen. Boah, Leute, wenn alle... Oh, eben gerade wollte sie... Oh! Das erste Wimmelbildspiel. Ich liebe Wimmelbildspiele. Wir brauchen ein Ass. Mal gucken, wie schwer die hier sind. Ein USB-Stick. Sieht alles nach einem USB-Stick aus, aber das, nur das ist einer. Nur wo USB-Stick drin steht, steht auch USB-Stick drauf oder so. So, okay, ich muss mich erstmal wieder ans Wimmeln gewöhnen. Schlossarmbanduhr-Garn. Das ist sehr schwierig. Hier ist das Garn. Da ist doch das Garn. Warum hat er das denn jetzt nicht? Da war doch das Garn. Reparierte DVD. Kann ich denn in mein... Ich kann in mein Inventar. Guckt mal. Das war extrem strange. Durchaus. Aber ich will mich nicht beklagen, doch dort ist das Garn und das möchte ich haben. Armbanduhrschloss Garn. Da ist die Haarnadel, die zweite, die will er aber jetzt noch nicht haben. Ein Blatt, was meint er für ein Blatt? Meint er ein Blatt eines Baumes oder ein Blatt Papier? Ich sehe beides nicht, genauso wenig wie die ganzen anderen Sachen, die er von mir haben will. Bist du eine Armwand? Was bist denn du? Ein Anhänger, okay. Ein Blatt im Wind. Wir sind doch alle nicht mehr als ein Blatt im Wind. Stern. Schlossarmbanduhr-Garn. Geschlossene Lippenstifthülse. Da ist die Lippenstifthülse. Wo ist der Deckel der Lippenstifthülse? Das bist du. Kann ich dich nicht... aufnehmen? 12 Gegenstände fehlen noch. Ein Schirmchen und ein Puzzleteil fehlen, habe ich hier im Inventar. Das ist sehr interessant. Wie komme ich denn... Nein, ich will nicht aus dem Koffer raus. Ich möchte weiter wimmeln, bitte. Ich muss ja wenigstens mal ein paar Sachen finden. Ich bin doch eigentlich sonst so ein... Da ist das Garn übrigens. Ich bin doch sonst ein guter Wimmler. Ich bin nämlich der Wimmelmann. Wenn man sich erstmal wieder an die Bilder gewöhnt hat und sich so ein bisschen, nur so ein bisschen hier reingeguckt hat, dann geht das auch wieder viel, viel besser. Reparierter Schmetterling. Der Lippenstiftdeckel. Ich frage mich, das hier müsste doch der... Aber er ist... Also, ihr wisst schon. Reparierter Schmetterling. Ich frage mich, kann ich hier Dinge... Guck mal. Das sieht doch aus wie ein kaputtes Stück von etwas. Und das da sieht auch aus wie ein kaputtes Stück von etwas. Aber ich kann es beides nicht aufheben. Das ist sehr schade. Geschlossene Lippenstifthülse. Ich frage mich... Ah, Kopfhörer, guck mal. Das sind schwere Wimmelbilder, Katze. Dicke, kleine Katze. Ein Lächeln. Da ist der Smiley-Button. Ey, Pfeil schnell. Wir haben eine Errungenschaft, weil ich bestimmt zwei Sachen ganz schnell hintereinander gefunden habe. Da freue ich mich in der Tat sehr. Das ist eine Haarnadel, keine Büroklammer. Fingerhut. Ein Fingerhut müsste ja relativ klein sein. Das ist aber das Hauptproblem an diesem gesamten Wimmelbild hier. Guck mal, das sind so lauter Einzelteile von irgendwas. Das gehört da scheinbar irgendwie zur Halskette. Ein Fingerhut. Ein dicker Buddha sitzt da auch noch rum. Schlossarmbanduhr. Wir haben auch noch kein Schloss und keine Armbanduhr gesehen. Ihr habt bestimmt schon eine Armbanduhr gesehen. Nur ich habe noch keine Armbanduhr gesehen. Deswegen habe ich die Armbanduhr noch nicht angeklickt, weil ich sie noch nicht gesehen habe. Wo ist die denn? Ach, da liegt sie doch. Manchmal bin ich auch so ein bisschen, ne? Haarklammer. Haarklemme, entschuldige. Die bekommen wir bestimmt im Anschluss an dieses tolle Wimmelbild.
Dafür müssen wir es aber erstmal. Was ist denn das? Guck mal, ein Mäuschen. Das ist ja voll süß. Wo ist denn. Da ist der Fingerhut. Ich habe ihn gesehen. Da ist das Schloss. Jetzt brauchen wir noch die Büroklammer. Die kann ja durchaus auch unterschiedliche Formen haben. Diese Büroklammer als solche. Du bist keine Büroklammer. Du bist ein Streichholz. Ich frage mich immer noch, wie ich Dinge repariere. Weil das ist doch der Schmetterling hier, eindeutig. Und kann ich jetzt andere Sachen aufheben? Ich habe noch nichts gefunden, was ich aufheben könnte. Immer noch nicht. Ich sagte es ja bereits. Da, guck mal, so sieht das aus. Reparierter Schmetterling. Also, so sieht das aus. Seht ihr? Und schon, wenn man es rausgefunden hat, ist es gleich viel leichter. Jetzt brauchen wir nur noch die Büroklammer. Die sich wo befindet? Büroklammer. Du bist eine Büroklammer. Hilf mir mal bitte. Ich suche eine Büroklammer. Ich habe keine Unterstützung. Ich bin ganz allein hier im Zimmer. Es wird mir niemand helfen. Ich sage es euch. Ich habe jetzt... Ja, ich habe natürlich euch angesprochen. Niemand wird mir helfen. Es ist auch mit Sicherheit niemand da. Wie könnte denn eine Büroklammer aussehen? So sieht eine Büro... Ach, guck mal, wie ich die souverän gefunden habe. Vielen Dank, du darfst wieder gehen. Halt die Fresse! Mit Klicken fortfahren. Ja, niemand darf wieder gehen. Ja, ist schon klar. So, pass auf. Damit knacken wir jetzt massiv die Tür. Das haben wir sehr gut gemacht. Wir sind ein sehr guter Spieler. Keine verschlossenen Türen. Touren.